Ah, mit dir habe ich doch gar nicht geredet. Aber der will knuddeln. Ja, moin, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur. Und wie immer in den letzten Folgen begrüße ich den wundervollen Kevin. Hallöchen, Kevin. Oh, hallo, die Matze. Schön, dass wir wieder zusammen am Start sind. Oder? Wir teilen uns hier ein großes Stück des Weges, habe ich festgestellt. Was ja irgendwie schön ist. Während Benny, weiß ich nicht. Da passt gekommen ist. Uns, ja, Benny hat uns so ein bisschen verlassen. Ne? Er ist irgendwo falsch abgebogen und fristet jetzt ein einsames Dasein. Aber vielleicht war es ja auch gewollt. Vielleicht wollte er mit so Unter-Noob-Spielern wie uns auch einfach nichts zu tun haben und hat gesagt, er setzt sich da jetzt ab, damit er seine Professionality ausleben kann. Jetzt habe ich es. So, wir beide, ich kann es ja einfach mal für uns beide jetzt sagen, weil wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, wir beide sind auf dem Weg in Richtung des Schmierhains. Kevin war da schon mal, habe ich mir sagen lassen. Ich noch nicht. Ich habe es bis jetzt gemieden, aber ich werde da jetzt auch nirgendwo hinfliegen, sondern ich werde hier den dafür vorgesehenen Weg nehmen. Das und vielleicht auch den einen oder anderen Trainer nochmal mitnehmen. Also vielleicht noch ganz kurz ein Nachtrag. Ich habe, glaube in der letzten Folge, ich weiß es gar nicht, habe ich gesagt, dass ich Matze fragen werde, wie er das mit der Arena gemacht hat, mit der Arena-Prüfung. Ne? Und ich habe mal die Folge von Matze auch so ein bisschen mal reingeguckt. Im Nachhinein ergibt alles einen Sinn. Und Matze konnte sich nicht ganz erklären, wie ich so blind sein konnte und das nicht hinkriege. Das war mir tatsächlich etwas rätselhaft. Also du, Kevin hat wirklich hervorragende Arbeit darin geleistet, wirklich komplett alles zu ignorieren, was ihm gesagt wurde. Um dann am Ende des Tages zu sagen, er hat keine Ahnung, wie was funktioniert. Ja. Also das war auf einer gewissen Meta-Ebene schon wieder impressive. Nichtsdestotrotz ist es mir sehr schwer gefallen, deine Folge anzuschauen, bin ich ehrlich. So, ja. Was überlegst du denn hier, Lady? Gehst du eigentlich den Weg über östliche Zone 3 oder welchen Weg gehst du? Mesclora-Passage hieß das oder so, glaube ich. Ach so, na ich gehe, ich, es müsste eigentlich auch gehen, dass ich über östliche Zone 3 gehe. Ich wüsste gerade gar nicht, wo die ist. Achso, du willst rüberfliegen nach, in die Wüste da, ne? Das ist eine Variante, die man machen kann, ja. Aber ich versuche den Kreis komplett zu machen. Ein Volltreffer, ja, nice. Weil ich ja halt auch schon mal da war, ne? Das ist halt hauptsächlich die Sache. Das stimmt, du könntest ja auch einfach direkt hinfliegen und ein bisschen dir Zeit erkaufen. Nee, ich glaube, das geht nicht. Aber du könntest nach Pinchores fliegen und dann einfach nur ein Stück nach Norden gehen, oder? Das könnte ich machen, Das könnte ich tatsächlich auch machen, jetzt wo ich so sehe. Ich könnte auch einfach nach Pinchores fliegen und nach Norden gehen. Aber ich will auch ehrlich sein, ich will es eigentlich nicht. Nein. Ich genieße das auch ein kleines bisschen hin und wieder mal. Oh, da ist ein Raid, den möchte ich mir aber angucken. Oh, ich bin aus Versehen reingeflogen. Wo bist du denn reingeflogen? In das Versteck. Flanival. Ich wollte mich reinschleichen und das hat nicht funktioniert. Nee, das funktioniert meistens nicht. Ja, klingle. Ja, ich klingel dann schon bald. Sorry, Leute. Die wollen, dass man zur Vordertür reinkommt. Ich lasse mir tatsächlich ein kleines bisschen Zeit. Hat da jetzt keine Hetze. Wie gesagt, ich war schon mal da und es ist jetzt eher nur so ein nochmal. Wenn ich jetzt wieder scheitere, dann werde ich das wahrscheinlich nie wieder machen und es einfach auslassen. Kevin, du wirst nicht scheitern. Nee, aber ich eigentlich nicht, nee. Lies dir trotzdem durch, was die Leute zu dir sagen. Ja, es könnte wichtig werden, ne? Ja, es könnte möglicherweise manchmal eine Bedeutung in sich tragen. Ja, nur manchmal. Weird stuff, ich weiß. Eieiei, so, die haben Gift als Main-Damage-Quelle, als Main-Typ. Das spielt mir ziemlich in die Karten, weil das kann ich, glaube ich, komplett mit Knattertox durchregeln. Der ist immun gegen Gift und zwar gleich doppelt. Und teilt eigentlich auch ganz gut aus. Ich werde mir hier gleich noch eins fangen vor der Tür, nur um es zu schaffen. Das wäre natürlich auch eine Variante. Aber das sehe ich ja gar nicht ein. So, ich gehe jetzt rein.
Viel Erfolg, lieber Kevin. Danke. Ich wünsche dir maximalen Spaß. Ich würde wahrscheinlich auch mal kurz wahrscheinlich das Channelchen verlassen. Ach so, ja, das habe ich jetzt auch so interpretiert, deswegen mein meine leicht abmordartige. Und sobald ich fertig bin, gehe ich dann hoch ins Aufnahmestudio. Na, alles klar. So machen wir das. So machen wir das. Bis dann, Danny. Viel Erfolg, lieber Kevin. Danke, tschüss. Tschüssi. So, da sind wir schon wieder drin, Leute. Muss ich eigentlich jetzt die 30 wilden Pokémon nochmal besiegen oder kann ich gleich gegen den Boss antreten? Also das Spiel ist sich auch unsicher. Nee, ich kann direkt gegen den Boss antreten, ne? Das ist ja interessant. Na gut, jetzt hätte ich können... Hätte ich können, die Teamreihenfolge ein bisschen ändern, aber es ist nicht so schlimm. Wir kriegen das jetzt auch so hin. Das kann ja alles nicht so schwer sein hier. Aber ich hatte auch im Offscreen-Playthrough das Problem, dass ich in die Feuerbande zu zeitig rein bin und deswegen so gefailt habe. Also... Mit Team Star habe ich immer so ein bisschen meine Problemchen. So, da hat hier einen Skunk-Tank. Das Problem ist halt auch der Tiefschlag. Naja. Gehen wir näher auf den Senkel. Es macht halt kein Damage. Es macht halt kein Damage. Wahrscheinlich, weil es eine Bodenattacke ist, ne? Naja, ich weiß, dass er Batterieleistung nachlässt. Das nervt nicht. Nein. Sieh dieser Altroll nicht. Bitte. Der Tiefschlag geht doch jetzt bestimmt daneben, oder? Ja, wusste ich doch. herrlich. Ja, jetzt macht er was anderes. Jetzt macht er hier Toxin. Um meinen Sedisal anders dem Erdboden gleich zu machen. Das ist okay. Jetzt macht er wieder einen Tiefschlag. Und mit einer Kopfnuss werde ich das Ganze hier beenden. So. Naja, das hat schon mal. Hat schon mal funktioniert. Knattertox. Wie können wir denn Knattertox Herr werden? Wir könnten es tatsächlich mit Knorpeln versuchen. Gucken wir mal, ob Knorpeln hier eine gute Wahl ist, Leute. Weil es ist ja vom Typ Gift und Stahl. Schauen wir mal. Ja, kann natürlich Dampfwalze. Das ist nicht so cool. Oh, halbes Leben gezogen. Das Problem ist, ich kann nicht nochmal eins tanken. Macht er nochmal Dampfwalze? Was denkt denn ihr? Wir wechseln mal auf Voltrian und hoffen, dass er nochmal eine Dampfwalze macht. Jawohl. Predicted. So. Outspeeded, Donnerblitz. Bam. Slimog. Slimog.
Slimog, Slimog, Slimog. Schicken wir mal bei Londa rein. Machen wir Wogentanz hier. Sehr schön. Bei Londa, du Regler-Pokémon. Ganz klasse. Das hat super funktioniert. So. Ich bleibe jetzt immer bei Wogentanz, auch ohne Terra-Kristallisierung. Gucken wir einfach mal, wie viel Damage das Ganze macht. Oh, das macht schön Damage hier. Eine Trollladung macht überhaupt keinen Damage. Ich riskier's. Terra-Kristallisierung bei Londa und Wurmtanz. Jawohl. Jawohl, ja. Sehr schön. Wenn ich jetzt noch einen Wogentanz durchkriege, das wäre so wichtig. Jawohl! Sehr schön. Come on, man! Habt ihr gedacht? Meine Gefährten, vergebt mir. Ein Jahr und einige Monate zuvor. Vergebt mir die Verzögerung. Ich stieß auf nicht unbeträchtliche Hindernisse bei der Beschaffung der Stoffe. Abgefahren. Diese Stiefel sind sowas von abgefahren. Inspiration für diese verlieh mir die Attacke Nitro-Ladung. Meine Uniform sieht einfach genauso aus, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Tausend Dank. Es erfüllt mich mit Freude, dass mein Entwurf das Konzept Popstar der Unterwelt wie gewünscht widerspiegelt werde, Ryoba. Damit wären alle Modifikationen an unserer Uniform abgeschlossen. Danke, Shugi. Jetzt, wo ihr zwei so bedrohlich aussieht, wird uns so schnell sicher keiner mehr dumm anmachen. Du hast echt ein Händchen für sowas. Unglaublich, dass diese Idioten damals auf dir herumgehackt haben, nur weil du nerdy bist. Der Weg des Nerds ist dornig und voller Widerstand. Er entzieht sich dem Verständnis gewöhnlicher Menschen. Schau an, Shugi. Welch ein Temperament. Das Thema geht dir ja echt zu Herzen. Richtig so, Shugi. Lass ihn nicht unterkriegen. Ich finde dich total cool. Okay. Als nächstes steht Kampftraining auf dem Plan, damit wir auch richtig auf Operation Star vorbereitet sind. Als Bosse können wir es uns nicht erlauben, schwächer als andere Teammitglieder zu sein. So ist es. Ich widme mich fortan mit Leib und Seele der Schulung meiner Kampffertigkeiten. Auch wenn ich mich mit Leib und Seele dagegen auflehnen will, Gesetz ist Gesetz. Wir müssen unserem Kodex Folge leisten. Somit bleibt mir nichts anderes übrig, als dies hier an euch abzutreten. Wieder vor allen Dingen, wie hier. Des Weiteren sollte dieses Gerät besitzen. Es enthält die Anweisung für eine Attacke, mit der man seine Feinde mit Müll bedeckt. Mülltreffer.
Euer Name lautet Kevin, nicht wahr? Ich habe eine klare Niederlage erlitten, bei der Groll und Bitterkeit fehl am Platz wären. Meister Shugi! Mein Kamerad? Er bestand darauf, dich zu treffen und persönlich mit dir zu sprechen. Meister Shugi, bitte hört mir zu. Ich brauche nur einen Moment eurer kostbaren Zeit. Weshalb habt ihr mich aufgesucht? Ich wollte euch zu Hilfe eilen. Meister Shugi, wenn ihr weiterhin dem Unterricht fernbleibt, werdet ihr der Akademie verwiesen, nicht wahr? Diejenigen von uns, die einst gemobbt wurden, können inzwischen wieder zur Akademie gehen. Das haben wir nur Team Star zu verdanken. Eure harte Arbeit an jener Operation hat das ermöglicht. Es wäre nicht fair, wenn genau die, denen wir so viel zu verdanken haben, der Akademie verwiesen würden. Vergibt mir. Hat euer Big Boss euch immer noch nicht kontaktiert? So ist es seit jenem Tag. Ohne unseren hochgeachteten Big Boss gäbe es das Team nicht. Und ohne das Team wäre jener glückliche Alltag, der nun an der Akademie herrscht, undenkbar. Bis zur Rückkehr unseres noblen Big Boss bleibt uns keine andere Wahl, als all unsere Kräfte aufzubieten, um diese Verstecke zu verteidigen. Wer ist dieser Big Boss, dem ihr so sehr vertraut? Um ehrlich zu sein, war es bisher niemanden von uns vergönnt, Big Boss persönlich zu treffen. Big Boss schreibt sich selbst als Außenseiter, der selten einen Fuß vor die Tür setzt. Auslöser dafür sollen wie bei uns die Schikanen niederträchtiger Tyrann gewesen sein. Das tut mir leid. Doch obgleich uns sein wahrer Name und sein wahres Antlitz unbekannt sind, ist Big Boss dennoch unser hochgeschätzter Kamerad. Uns bleibt also nur das Warten auf seine hoffentlich baldige Rückkehr. Deshalb geht er also nicht zur Akademie, Meister Shugi. Aber bitte vergesst nie, dass ihr auch außerhalb von Team Star auf einen Verbündeten zählen könnt. Und zwar auf mich. Mein Kamerad, ich stehe in eurer Schuld. Das ist ja richtig rührselig. Mobbing, Unterrichtsverweigerung, wir sind der Wahrheit einen Schritt näher gekommen. Aber vor allem, die Probleme, mit denen die Schüler zu kämpfen haben. Die Gründe für ihr Handeln, sowie ihre tiefen Freundschaften, die ihnen so wichtig sind. Ich schäme mich, dass ich von all dem nichts wusste. So lange hatte ich geglaubt, dass einzig und allein Team Star mein wahrer Schatz sei. Da bin ich über einen Irrtum erlegen. Ja, so schlecht sind wir alle gar nicht. Meistens. Die Batterieleistung lässt nach. Mal gucken, ob ich dann einen anderen Controller anschließen kann. Ring, ring! Kevin! Shugi hat ja sein Teamwort gegeben und damit seinen Boss-Status abgelegt, oder? Yep. Verstehe. Der Verlust ihres Bosses bedeutet für die Ziehbande den Untergang. Shugi. Ach, entschuldige, mir schwirrt gerade etwas der Kopf. Dabei bleiben noch zwei Verstecke. Operation Stardust geht gut voran. Dann will ich dir mal das eigentliche Ziel dieser Operation verraten. Letztendlich sollst du den Big Boss besiegen, den Drahtzieher also, der zusammen mit den fünf Bossen Team Star gegründet hat. Was für ein Mensch ist dieser Big Boss? Big Boss steht noch über den fünf Bossen der Banden, aber niemand weiß, wer sich hinter dem Namen verbirgt. Wenn wir diese Person besiegen und dazu bringen, die Auflösung von Team Star zu verkünden, ist das Team erledigt. Aber Big Boss scheint nicht gern im Rampenlicht zu stehen, hat deshalb auch kein eigenes Versteck und hält seine Identität geheim. Doch wenn alle anderen Bosse zurückgetreten sind, wird sich Big Boss sicher zu erkennen geben. Ich schulde dir noch eine Belohnung. Lass mich schnell einige LP auf dein Handy übertragen. Supi. Mehr TMs herstellen? Bring deinen Pokémon mächtige Attacken bei, damit sie uns auch weiterhin helfen können. Deine zusätzliche Belohnung bringt dir wie immer der Versorgungstrupp. Ja, Cosima. Grüß dich. Das klang gerade nach einem ziemlich ernsten Telefongespräch. Mit dir habe ich doch gar nicht geredet. Aber der will knuddeln. Von diesem Drahtzieher hat mir Cassiopeia auch schon erzählt. Team Stars Gründer ist die Wurzel allen Übels. Wenn Big Boss nicht besiegt wird, werde ich meinen Schatz verlieren. Was meinst du damit? Nein, also... Die Belohnung hier, bevor ich es vergesse, ne? Cool. Gut, also ich gehe dann mal wieder, ne? Tschüssi! Kevin, du darfst nicht verlieren. Wackelt sie davon mit ihrem Evoli-Rucksack.
So, sind wir durch? Ja, ne? Dann können wir das auch mal. Ach nee. Aufnahmestudio hieß aber, dass wir fertig sind, ne? Das kann ja nicht sein. Pokolobby. Da gehen wir hin. So. Schmierhain sind wir durch. Unsere Schmach ist hinfort. Und als nächstes der Herrscher in der Brutzelwüste ist Level 44, da sehe ich mich noch nicht so. Nächster Orden ist 41 bis 42. Die nächste Bande ist 51. Also wahrscheinlich Richtung Geisterorden, ne? Also Frigobonta. In Frigomonta. Das ist hier oben. Hören wir mal gucken. Asarilla ist hier drüben. Das haben wir auch schon alles erkundet. Das auch. Hier noch gar nichts. Calderos See sowieso nicht. Das ist der letzte Herrscher. Den hier waren wir auch noch nicht. Und hier unten auch noch nicht. Da ist noch Kampfmitglieder. Östliche Zone 2 waren wir noch nicht. Okay. Dann gehen wir vielleicht auch noch hin. So, nächstes Ziel ist definitiv hier die Arena. Es ziert festlegen. Frage ist, wie wir da hochkommen. Hier hin. Ich glaube, ne? Unsicher. Nein, ich will nicht gegen dich kämpfen. Nee. Flucht gescheitert. Was soll denn das? Ach, City soll. Ich bin mir noch nicht sicher, wen ich hier eigentlich mal rausschmeiße. Also, eigentlich wollte ich immer Buckel raushauen. Aber es kann sein, dass sich das doch nochmal ändert. Ich weiß es noch nicht, Leute. Oh Gott. Nee, nein. Geh einfach. Geh, Bammelin. Warum denn Flucht gescheitert? Was willst du denn gegen mich machen, hä? Nee, für diese Frechheit, ganz ehrlich. Kriegst du jetzt Samenbomben ins Gesicht? So, was hast du jetzt davon? So, hier ist ein Terror Raid. Gucken wir mal. Nee. Wer bist du denn? Gegen dich kann ich noch kämpfen? Na dann, let's fetch.
Ja, und das ist hier um der Ecke. Aber erzähl's niemanden. Pelippo ist eher so mittelmäßig, ne? Als Gegner. Vor allen Dingen, wenn es reintrollt. Ja, und das Schutzschild bringt dir jetzt richtig viel. Toll. Ich glaube, was ich vergessen habe, euch zu sagen, ist, dass ich offscreen meinen Pokis mal ein paar Items gegeben habe. Also unter anderem hier Olitena die Überreste. Ja, ist tatsächlich was ich hier im Let's Play bis jetzt sträflich einfach übergangen habe. Es geht so natürlich nicht. Ja. Das geht so nicht. Deswegen muss ich das mal nachholen. Ich meine, wir müssen es ja nicht unnötig schwächer machen als notwendig. Ja. Typ. Wir gehen mal. Hinten ist noch ein Terror Raid, deswegen. Der Kristall von Benny. Ja, dann halt nicht. So. Hier kommen wir leider nicht durch. Warum eigentlich nicht? Können wir da nicht durchschwimmen? Ach nee, weil es hier ein Dings hochgeht, ein Wasserfall. Deswegen. Ja, aber hier kommen wir auch nicht durch. Wie kommen wir denn hier rein, sag mal? Hier geht's ja auch nicht. Hier eventuell. Machen wir das als Zielort und fliegen wir dahin. Ich glaube, das könnte passen. Ich bin mir gerade unsicher, um ehrlich zu sein, ob das so gehen kann oder nicht. Let's see. Matsu scheint ganz schön lange zu brauchen hier für seinen Run. Na gut. Mal im Estloris-Passage, das ist doch eigentlich genau richtig, oder? So. Und Tornata Backpfad voraus. Ja, und da wollen wir auch hin.
Hier ist er erst dahinter, aber. Das dürfte ja egal sein, ne? Gruscher, wer ist ein Gruscher? Ein Profi-Snowboarder Gruscher will er treffen. Ah. Nicht der Gisela. Oh, das ist ja massiv blöd. Naja. Pflanze gegen Pflanze. Halbes Leben, mein Freund. Oho. Easy, der Boy. Level 40. Schön gemacht, Ulithena. Wo bist du? Ah. Hier sind wir, ne? Auf dem Weg nach Frigomenta. Ist das so? Frigomenta. Naja, ihr wisst ja, was ich meine, ne? Ist ja nur bekannt. Aber den Weg werden wir erst in der nächsten Folge weiterführen. Wir sind nämlich jetzt durch mit der heutigen Folge. Wir beenden das Ganze mal wieder alleine, aber das ist nicht so schlimm. Ich bedanke mich fürs Zusehen bei euch wieder mal. Haben die Ziehbande endlich im Erdboden gleich gemacht und jetzt geht's weiter Richtung Frigomenta Arena, um den Geistorden zu erlangen. Das ist unser nächstes Goal und ich denke, das werden wir auch schaffen. Ja. Bis dahin, ich bedanke mich nochmal bei euch. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Haut rein und bis dann. Ne? Macht's gut.